die Rolle, die die Kirche in den 80er Jahren für die Gruppen, aber auch für den gesellschaftlichen Wandel und vor allem dann eben für das, was im Herbst 89 passiert ist, gespielt hat, wird zunächst einmal generell gesagt, heute weithin unterschätzt. Weithin unterschätzt. Ich sage mal ein Beispiel. Die Friedfertigkeit hatte viel damit zu tun, dass die Menschen aus der Kirche auf die Straße gegangen sind. Das wird ja gerne heute weggeschnitten. Heute wird ja häufig nur von den Demonstrationen gesprochen, dass aber den Demonstrationen Friedensgebete vorausgegangen sind, an denen nicht unbedingt alle, wenn da in Leipzig 120.000 auf die Straße gegangen sind, dann sind nicht 120.000 vorher bei den Friedensgebeten gewesen. Aber viele von denen und viele auch von denen, die so ein bisschen als Meinungsführer, Meinungsmacher mit fungiert haben, die so ein bisschen mitbestimmt haben, wo es lang geht und dafür gesorgt haben, dass es friedlich bleibt, waren vorher in den Kirchen. Aber auch nicht nur die Friedensgebete, das ist nur ein Ausdruck. Die vielfältige Friedensarbeit, die durch die kirchlichen Leitungen, sei es die KKL, sei es durch Instrumente wie theologische Studienabteilung beim Kirchenbund und, befördert wurden, Impulse gegeben wurden. Das, was dann auch wiederum Friedensgruppen weitergetragen haben, gemacht haben auf ihren Ebenen, hat ja ganz maßgeblich zu dieser Friedfertigkeit mit beigetragen. Auch das ist ganz wichtig. Erwähnt worden ist ja schon die Rolle dann auch für den Übergang, das Einüben parlamentarisch-demokratischer Grundformen, Grundregeln. Auch das ist richtig. Oder dass Menschen gemerkt haben, man kann in dieser Gesellschaft mit kirchlicher Hilfe gegebenenfalls oder mit Hilfe der kirchlichen Struktur auch was verändern. Man kann was tun, man kann sich einsetzen, man kann seinen Mut zusammenfassen und was tun.